Hallo und herzlich willkommen zu den Allgäu TV Nachrichten am Dienstag. Ich hoffe, Sie hatten schöne Osterfeiertage trotz Coronavirus und seinen Auswirkungen. Die Folgen sind heute auch ein Thema bei uns. Mangel an Toilettenpapier führt zu Verstopfungen. Zu Besuch beim Abwasserverband Kempten. Berufssparte erlangt höheres Ansehen. Erntehelfer werden wichtiger als je zuvor. Tempo 30 in ganz Haldenwang. Bürgerinitiative wehrt sich gegen die Pläne der Gemeinde. Und das Allgäu-Wetter. Nach frostiger Nacht viel Sonnenschein und wieder deutlich wärmer. Die Corona-Krise bringt starke Probleme auch für die Kläranlagen mit sich. Anstelle des rar gewordenen Toilettenpapiers landen immer häufiger Ersatzprodukte wie Feucht- und Küchentücher in den Toiletten. Das hat verheerende Folgen für die Mitarbeiter in den Kläranlagen. Warum in die Toilette auch in Zeiten nach Corona nur Toilettenpapier gehört? Wir haben den Abwasserverband in Kempten besucht und über die Probleme gesprochen. Auf den ersten Blick schaut es nicht gerade appetitlich aus und riecht auch nicht besonders gut. Trotzdem ist es ein wichtiger Bereich, der tagtäglich funktionieren muss. Hier kommt das Abwasser von rund 120.000 Einwohnern aus allen Haushalten und Firmen in Kempten und Umgebung zusammen. Das Klärwerk ist eine Einrichtung, die auch in Ausnahmezeiten wie jetzt immer funktionieren muss. Aktuell kämpfen die Mitarbeiter dort mit einigen Problemen. Denn der Mangel an Toilettenpapier führt zu verstopften Rohren. Und das bedeutet einen erheblichen Aufwand für sie. Das Feuchttuch könnte schon beim Einleiter, also bei jedem unserer Kunden, Probleme bereiten, weil wenn die Rohrleitung nicht mehr im einwandfreien Zustand ist, bleibt das eine Feuchttuch nach dem anderen hängen, irgendwann verstopft die Leitung. Wenn es dann in der größeren Abwasserleitung drin ist, gibt es auch Strecken, wo das Abwasser langsam läuft und da setzt sich dann auch ein Feuchttuch nach dem anderen ab. Das kann zur Verstopfung führen. Besonderen Kummer machen den Mitarbeitern in den Klärwerken die Feucht- und Kosmetiktücher. Immer mehr Menschen benutzen sie als Ersatz zum Klopapier. Laut Franz Beer sind leider die Angaben auf vielen Verpackungen der Feuchttücher nicht richtig, denn sie lösen sich meist nicht einfach auf. Sie kommen in der Kläranlage so an, wie sie in die Toilette geworfen werden. Also ein Pumpwerk, das mit viel Feuchttüchern verstopft ist, das kann teilweise jeden Tag passieren. Also sie fahren dann ein, manchmal sogar zweimal am Tag raus, um ein Pumpwerk wieder verstopfungsfrei zu kriegen. Und das heißt, jede Einsatzzeit sind grob zwischen 2 und 3 Stunden. Und teilweise können die Arbeiten auch nur zu zweit gemacht werden. Also die Verstopfungshäufigkeit, die hat in den letzten 2, 3 Wochen wesentlich zugenommen. Ich schätze, dass wir da einen Arbeitseinsatz hatten von mindestens 20 bis 30% mehr. Nicht nur die Feuchttücher sollten vermieden werden. Franz Beer spricht auch von Erfahrungen mit Küchenabfällen und Essensresten, Medikamenten oder sogar Gummihandschuhen. Mittlerweile gibt es von Seiten des Robert-Koch-Instituts zudem Untersuchungen, dass Coronaviren im Abwasser festgestellt wurden. Daher gibt es jetzt auch in den Klärwerken ähnliche Sicherheitsvorkehrungen wie bei Pflegekräften und Kliniken. Bei allen Arbeiten im und am Bereich des Wassers wurden erhöhte Schutzmaßnahmen eingeführt. Die Mitarbeiter tragen Schutzanzüge, Masken und Handschuhe, um sich selbst vor den Viren schützen zu können. Das heißt, unser Aufwand an Schutzkleidung hat sich im Grunde genommen eigentlich ver5- bis ver6-facht. Und natürlich von der Arbeitsorganisation her auch dann sehr wichtig, dass diese Maßnahmen für den persönlichen Arbeitsschutz dann auch durchgeführt und eingehalten werden. Aktuell arbeiten die Mitarbeiter des Abwasserverbundes Kempten in 2 Gruppen, die sich wöchentlich abwechseln, um den Notbetrieb im Falle einer Erkrankung aufrechtzuerhalten. Auch eine erhöhte Rufbereitschaft wurde eingeführt. Aber auch in Zeiten vor Corona gab es Viren und Bakterien, vor denen sich die Mitarbeiter schützen mussten. Daher sind die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen als selbstverständlich anzusehen und werden ohnehin auch in normalen Zeiten eingehalten, so Franz Beer. Das Osterwochenende sollte die Messlatte sein, wie es in Sachen Ausgangsbeschränkung weitergeht. Halten sich die Bürger dran und bleiben weitestgehend zu Hause? Oder drängen sie nach draußen, in die Parks, an die Seen und in die Berge?
Je nachdem sollte sich das Verhalten der Bürger ja auf eine Lockerung der Ausgangsbeschränkungen auswirken. Unser Corona-Ticker befasst sich heute genau damit. Trotz Osterfest und Traumwetter haben sich die meisten an die Ausgangsbeschränkungen in Bayern gehalten. Auch in den Bergen waren nur wenige Wanderer unterwegs. Gesundheitsministerin Melanie Hummel zieht im Videogespräch eine positive Bilanz. Ich bin wirklich ganz, ganz begeistert, wie die Menschen in Bayern und sich an die Ausgangsbeschränkungen halten und dafür gesorgt haben, dass diese Zahlen sich wirklich in den letzten Wochen so entwickelt haben. Aber deswegen ist es ja auch notwendig, dass wir sozusagen, wenn wir über gewisse Lockerungen sprechen, nicht vergessen, dass wir eben auch Geduld mitbringen müssen, weil eben diese positive Entwicklung der Zahlen möglich geworden ist durch Ausgangsbeschränkungen. Zur Überwachung der Ausgangsbeschränkung hat die bayerische Polizei zwischen Freitag und Montagmorgen rund 78.000 Kontrollen durchgeführt. Rund 10.000 Verstöße haben die Beamten registriert. In Österreich beginnen heute erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Die FDP fordert auch für Bayern eine Perspektive und schlägt eine 4-Phasen-Exit-Strategie vor. Ende der Osterferien sollte Phase 2 erreicht werden. Dann könnte die Ausgangsbeschränkung in ein Kontaktverbot umgewandelt werden. Das heißt, die Bürger dürfen sich zwar weiterhin nicht in Gruppen treffen, sie dürfen aber einzeln mit Personen sich treffen, die nicht in ihrem Haus wohnen. Unser Plan sieht vor, dass wir die Grenzen öffnen in dieser Phase, sofern die Fallzahlen in dem jeweiligen Nachbarland nicht schlechter sich entwickeln als die bei uns in Deutschland. Und auch der Einzelhandel soll unter strengen Auflagen wieder seine Arbeit aufnehmen dürfen. Erst in der nächsten Phase könnten Schulen und Kindergärten wieder öffnen. Wenn sich Kennzahlen verschlechtern, dann müssen Schutzmaßnahmen auch wieder verschärft werden. Umgekehrt kann zum Beispiel die Entwicklung neuer Medikamente, die den Krankheitsverlauf lindern, schnellere Lockerungen erlauben. Maßnahmen sollten sich nicht an einem Datum orientieren, sondern an epidemiologischen Entwicklungen, so der Vorschlag der FDP. Es gibt nach wie vor genug Lebensmittel und die Lkw-Fahrer machen zusätzliche Touren. Nicht, weil es nötig sei, sondern weil immer noch so viel gehamstert wird, erklärt Verkehrsministerin Kerstin Schreier. Also wir haben ja zum einen erstmal die Möglichkeit, das Sonntagsfahrverbot aufzuheben. Das hat der Innenminister gemacht. Dann haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass man in die Kommunen hineinfahren kann. Das habe ich angeordnet, dass also auch natürlich der Lkw-Fahrer dann zu dem Supermarkt hinfahren kann, damit auch beladen werden kann. Schreier appelliert, immer nur kaufen, was wir auch wirklich brauchen. Die Lager sind voll. Eigentlich ist jetzt nach Ostern die Zeit, in der die Erstkommunionen stattfinden. Wegen der Corona-Krise hat das Bistum Augsburg aber alle Erstkommunionen, die bis 30. April geplant waren, abgesagt. Gleiches gilt für die Firmungen. Und auch die geplanten Konfirmationen im Dekanat Kempten finden erstmal nicht statt. Die Wahl der Ersatztermine liegt nun in den Händen der einzelnen Pfarrer. Viele Gottesdienste werden gerade per Livestream übertragen, doch bei den Erstkommunionen funktioniert das natürlich nicht. Schließlich kann man eine Hostie nicht so gut per Post schicken. Mit den Kurznachrichten sind wir gleich zurück. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Bad Füssing, Quell der Gesundheit.
Warum wir Ihnen Louis GF Optik empfehlen? Na, Ihren Augen zuliebe. Louis GF Optik ist auch dieses Jahr wieder unter den Top 100 Augenoptikern. Fachlich top, Auswahl top, Preise top. Louis GF Optik in Oberstaufen an der Mariensäule und unter louis-gf.de. Bei Allgäu Escape, dem Live-Escape-Game in Memmingen, seid ihr Detektiv für eine Stunde. Vier Räume bieten Spannung und Spaß für Team-Events von Firmen, Familienerlebnisse oder Action mit den Freunden. Rätselt euch raus. Bucht auf allgäu-escape.de. Bettennägele, das größte Schlafzentrum in Kaufbeuren und Landsberg mit Zufriedenheitsgarantie. Ihr zertifiziertes Premium-Fachgeschäft mit computergestützter Körpervermessung für Ihre ideal passende Matratze oder Boxspringbett. Bettennägele in Kaufbeuren und Landsberg. Neu und gebraucht, wir haben das richtige Gerät für Sie. Für jeden Einsatz, vom Handhubwagen bis zur Hebebühne, auch zur Miete. Termingerechte Wartung? Wir kümmern uns darum. Schäfers. Service aus einer Hand. Von A bis Z. Und nun die kurzen Nachrichten von Dienstag. Im Ostallgäu und in Kaufbeuren ist die Zahl der Corona-Infizierten in den vergangenen Tagen auf 521 Personen angestiegen. 25 Todesfälle sind zu beklagen. Besonders betroffen sind Pflegeeinrichtungen und private Kliniken. Im Senioren- und Pflegeheim Wahl gibt es inzwischen 39 positiv getestete Bewohner. 14 sind verstorben. Im Hospitalstift in Kaufbeuren gibt es 11 Fälle. Ein Bewohner verstarb an Covid-19. Auch im Senioren- und Pflegeheim in Buchlohe gibt es bereits 27 Infizierte, davon 14 Bewohner und 13 Mitarbeiter. Des Weiteren ist eine private Klinik in Schwangau betroffen. Dort wurden 18 Personen positiv getestet, darunter 6 Patienten. Auch in Bad Wörishofen hat es einen Todesfall durch das Coronavirus gegeben. Am Donnerstag verstarb ein Bewohner des Kreisseniorenheims am Anger im Krankenhaus in Kaufbeuren. Der Verstorbene war 89 Jahre alt und litt unter Vorerkrankungen, wie das Landratsamt Unterallgäu mitteilt. In dem Seniorenheim gibt es bisher keine weiteren Corona-Fälle. 9 Mitarbeiter hatten Kontakt zu dem Infizierten und wurden sofort unter Quarantäne gestellt. Unfall auf A96. Heute Morgen ist es auf der Autobahn 96 in Fahrtrichtung Lindau zu einem schweren Unfall gekommen. Zwischen den Anschlussstellen Eichstetten und Leutkirch fuhr ein Autofahrer aus noch unbekannten Gründen auf das vor ihm fahrende Auto samt Anhänger auf. Durch den Aufprall kippte der Anhänger um, die Ladung verteilte sich über die Fahrbahn. Die beiden Fahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Ab der Anschlussstelle Eichstetten musste die A96 in Richtung Lindau vorübergehend komplett gesperrt werden. In der Seniorenbetreuung Altstadt in Kempten gibt es inzwischen 15 Corona-Fälle. 11 Bewohner sowie 4 Mitarbeiter wurden positiv auf das Virus getestet. Nach einer gründlichen Desinfektion wurde in der Betreuung eine Quarantänestation eingerichtet. In der Lindauer Eissporthalle wurde in den vergangenen Tagen ein Corona-Testzentrum eingerichtet, das heute in Betrieb gegangen ist. Menschen mit akuten Atemwegsproblemen sollen dort untersucht und gegebenenfalls getestet werden. Zuvor gab es zu diesem Zweck ein Zelt auf dem Parkplatz der Asklepios-Klinik Lindau. Allerdings fehlte dort die nötige Infrastruktur und fließendes Wasser. Patienten, die in das Testzentrum kommen, melden sich an einem Schalter an und warten in ihrem Auto, bis sie per Handy aufgerufen werden. Untersucht werden kann nur, wer eine Überweisung durch seinen Hausarzt, das Gesundheitsamt oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst vorweisen kann. Brandstiftung in Burgberg. Am Illerradweg in Burgberg hat ein unbekannter Mann am Karsamstag mehrere Äste angezündet. Das löste einen Brand neben dem Radweg aus. Das Feuer breitete sich am Waldboden aus und griff auch auf mehrere Bäume über. Es konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Burgberg gelöscht werden. Die Polizei Sonthofen bittet um Hinweise zu dem noch unbekannten Täter. Er ist zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß, trug ein rotes Käppi und eine graue Jacke. Wenn Sie etwas gesehen haben, melden Sie sich unter der 08321 66350.
Das Polizeipräsidium Schwaben-Südwest zieht im Großen und Ganzen eine positive Bilanz. Am Samstag und Sonntagnachmittag machte sich allerdings das gute Wetter bemerkbar. An den größeren Seen wie beispielsweise dem Boden, Hopfen oder Forgensee stellte die Polizei insbesondere am Samstag ab der Mittagszeit vergleichsweise hohes Besucheraufkommen fest. Die Bürgerinnen und Bürger hielten sich allerdings überwiegend an die bekannten Rahmenbedingungen. Es gab daher wenig Grund zu Beanstandungen. Die Verkehrslage war das gesamte Osterwochenende vergleichsweise ruhig. Es gab auch kaum Ausflugsverkehr. Auswärtige Fahrzeuge und Motorräder wurden an allen drei Tagen nur vereinzelt festgestellt. In Wangen ist es am Freitagnachmittag zu einem tödlichen Motorradunfall gekommen. Ein 72-jähriger Autofahrer hatte einen 22-jährigen Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen. Beide fuhren frontal zusammen. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Das waren die Kurznachrichten. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf das Wetter der nächsten Tage. Das Adlerwetter wird präsentiert von den Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen. Entdecke jetzt alle Adler 7 Stationen und mach die Zweiländer-Skiregion zu deinem Revier. Die Wolken des Tages lösen sich heute Nacht auf und uns erwartet ein sternenklarer Himmel. Die Temperaturen liegen bei -2 bis -1 Grad. Auch am Mittwochvormittag ist von Wolken nichts zu sehen. Wir können uns im gesamten Allgäu über Sonne satt freuen. Dabei erwarten uns schon am ganzen Vormittag zweistellige Temperaturen von 10 Grad im Ost- und Unterallgäu bis zu 16 Grad in Teilen des Oberallgäus. Am Nachmittag bleibt es warm und sonnig. Das Thermometer klettert noch ein paar Grad weiter nach oben. Im Ostallgäu wird es 14 Grad warm und im Raum Sonthofen sind sogar 18 Grad möglich. Auch in den Bergen wird es sonnig. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 14 Grad. Ab Donnerstag versteckt sich die Sonne dann immer mehr hinter den Wolken. Mit bis zu 18 Grad am Donnerstag und am Freitag bleibt es aber frühsommerlich warm. Am Samstag wird es wieder etwas kälter und es kann zu Regenschauern kommen. Besonderes Ansehen genoss die Berufssparte der Erntehelfer in den letzten Jahren ja nicht gerade. Billige Hilfskräfte aus dem Ausland, die Arbeit machen, die sonst keiner machen möchte. Das Coronavirus zeigt uns nun jedoch, wie wichtig diese Arbeitskräfte für die heimische Landwirtschaft und damit auch für jeden von uns sind. Obst und Gemüse wandern schließlich nicht von selbst in unsere Supermarktregale. Im April und Mai sollen jeweils bis zu 40.000 Saisonarbeiter unter strengen Auflagen für die anstehende Ernte einreisen dürfen. Viele Bauern glauben das jedoch erst, wenn die Arbeiter mit Messer und Korb am Feld stehen. Die meisten unserer Erdbeeren, die wir so gerne verputzen, wandern vorher durch viele Hände. Hände, von denen wir nicht wissen, ob sie in diesem Jahr auch wieder im Allgäu sein werden, um diese Schätze vom Boden zu holen. Auch Andreas Jäger, Obstbauer aus Lindau, macht sich Sorgen um das benötigte Personal für die diesjährige Ernte. Sein Kern- und Steinobst hat noch etwas Zeit, bis es soweit ist. Anders als bei seinen Erdbeeren. Wenn ich eine Dauerkultur habe, Kernobst, Äpfel, Birnen oder auch Steinobst, die stehen über 10, 15 Jahre, vielleicht auch 20 Jahre. Wenn da ein Jahr ausfällt, dann ist das bitter, aber es ist so. Im Gegensatz zu Beerenkulturen, sprich vor allem die Erdbeere, das ist eine jährliche Kultur. Und da kann ich eben nur in den 2 Monaten das Geld verdienen, was ich die 10 Monate in Vorleistung war. Um in dieser Zeit die Ernte reinholen zu können, benötigt es Mitarbeiter. Diese kommen bei Andreas Jäger normalerweise aus Polen. Die Einreisebeschränkungen für Erntehelfer wurden zwar gelockert, trotzdem ist unklar, ob die Arbeiter demnächst auch tatsächlich auf den Feldern stehen. Der Obstbauer rechnet deswegen mit großen Verlusten. Also wir werden priorisieren, das heißt die Kulturen, in die wir jetzt bisher schon sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt haben, sprich die Gewächshauskulturen, also im Folienhaus, da werden wir versuchen, alles zu pflücken, weil das einfach auch die teuerste Kultur ist. Was sich im Freiland bewegt, mein Gott, wenn wir 60% ernten können, denke ich, werden wir gut sein. Im Moment werden Vorbereitungen für die Ernte getroffen. Hier fehlt gerade ein Helfer.
Diesen versucht er, so gut es geht, selbst zu ersetzen. Die Erdbeeren müssen von Gras und Unkraut befreit werden. Diese nehmen den Früchten wichtige Nährstoffe weg, die maßgeblich für deren Geschmack verantwortlich sind. Wir müssen auch unsere Kunden darauf vorbereiten, dass eventuell in der Qualität Schwierigkeiten auftreten können. Wenn es bald richtig losgeht, benötigt Andreas Jäger zwischen 10 und 15 Erntehelfer, die auf den Feldern arbeiten. Am liebsten würde der Obstbauer die Ernte mit seinem Stammpersonal einfahren, anstatt beispielsweise auf Kurzarbeiter zurückgreifen zu müssen. Denn die Feldarbeit ist sehr hart und nicht jeder ist für diese gemacht. Es ist kein 9-to-5-Job, sondern der wird um 6 Uhr angefangen und wenn es heiß ist, um 5:30 und gepflückt werden muss, bis alle Bestellungen im Haus sind. Das heißt, das geht auch manchmal bis um 1 oder dann bis 12, dann 4 Stunden Pause und nachmittags um 4 geht es weiter. Das sind natürlich Dinge, die man nicht so leicht aus dem Handgelenk schütteln kann. Außerdem kann sich die Saison bis zu 14 Wochen lang ziehen. Die einzigen fleißigen Helfer, auf die man sich derzeit verlassen kann, sind die Bienen. Die gibt's hier in der Box. Wenn es doch auch mit den Erntehelfern so einfach wäre, dann könnten wir uns bald wieder auf leckere Erdbeeren in unseren Einkaufskörben freuen. Es bleibt nur zu hoffen, dass Andreas Jäger bei der baldigen Ernte seiner Erdbeeren nicht ganz alleine auf dem Feld stehen wird. Herzlich willkommen bei Delta Möbel, Ihrem Spezialisten für Inneneinrichtung. Wir bieten eine reichhaltige Auswahl individueller Möbel. Für jeden Anspruch das Richtige, dank der persönlichen Beratung durch unser Fachpersonal. Besuchen Sie uns in unseren Häusern in Bubesheim und Leutkirch im Allgäu. Ein Urlaubsjuwel der besonderen Art. Zünftig, gemütlich, traditionell. Genießen Sie Wirtschaftstradition in familiärer Atmosphäre. Willkommen im Berggasthof Sonne in Sonthofen im Berg. Die Corona-Krise beeinflusst unser aller Leben. Nur gemeinsam können wir sie meistern. Sie sind über 60 Jahre alt? Dann überlegen Sie bitte genau, ob Sie Ihr Zuhause wirklich verlassen müssen. In vielen Städten gibt es bereits Einkaufshilfen für ältere Menschen. Sollten Sie dennoch selbst einkaufen oder zur Apotheke gehen, halten Sie Abstand. Statt Händeschütteln freut sich jeder über ein nettes Lächeln. Und auch wenn es schwerfällt, Ihre Enkel sollten Sie im Augenblick nicht betreuen. Aber Telefonieren oder Videoanrufe sind immer möglich. Das finden auch die Enkel toll. coronavirus.bayern.de Wir kochen für Sie weiter. Ihre Brauereigaststätte zum Stift in Kempten. Gutbürgerliche Speisen zum Abholen für zu Hause. Mehr Infos unter zumstift.de. Wir freuen uns auf Ihre telefonische Bestellung unter Kempten 22 3 88. Ihre Brauereigaststätte zum Stift in Kempten. Wir kochen gerne für Sie. Rustika-Schmuck überzeugt in außergewöhnlichem Ambiente mit Zeit und Liebe zum Detail. Unser einzigartiges Trauringstudio bietet eine riesige Auswahl an Verlobungs- und Trauringen. Schmuck in allen Facetten und kompetenter, freundlicher Service. Dafür steht Rustika-Schmuck in Kaufbeuren. Tempo 30, das will der Haldenwanger Gemeinderat bei sich im Ort einführen. Nicht überall, aber in großen Teilen des Gebiets soll man nun 20 km/h langsamer fahren müssen als bisher. Das gefällt aber nicht allen. Eine Bürgerinitiative hat Unterschriften gegen die Tempo 30-Pläne der Gemeinde gesammelt und sie auch bereits beim Landratsamt abgegeben. Das ist für die Straßen zuständig. Aber ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung für die Bewohner nicht eher positiv? Wir haben mit den Initiatoren gesprochen. Mit 35 km/h nach Haldenwang reinfahren, das könnte bald schon zu schnell sein. Zurzeit ist auf der Hauptstraße noch Tempo 50 erlaubt.
Ende Januar hat der Gemeinderat allerdings beschlossen, das zu ändern. In den Orten Haldenwang und Börwang soll bald Tempo 30 die Regel sein. In allen Straßen abseits der Hauptstraße sollen 30er-Zonen eingerichtet werden. Das ist auf der Hauptstraße selbst nicht möglich. Hier gibt es nur die Möglichkeit einer streckenbezogenen Geschwindigkeitsbegrenzung. Zudem ist dafür das Landratsamt zuständig, weil es sich um eine Staatsstraße handelt. Tempo 30 fast im ganzen Gemeindegebiet. Dagegen wehrt sich eine Bürgerinitiative. Erstens mal, man wird komplett bei uns eingeschränkt. Also es hat jetzt nichts mit unserer Gemeinde zu tun, aber es kommen immer wieder Gesetze, Gesetze, Gesetze und die Mitarbeiter und die Leute werden eingeschränkt. Und ich bin Autofahrer, ich habe jetzt 42 Jahre den Führerschein. Ich habe noch nicht einen Punkt. Ich fahre 42 Jahre Auto und Motorrad. Ich habe noch nicht einen Punkt. Also ich bin einfach dagegen, dass man uns wieder einschränkt und die Tempo-30-Zonen macht. Gemeinsam haben Stefan Wanner und Max Böck mit anderen Unterstützern eine Unterschriftensammlung gestartet. 1.108 Unterschriften sammelten sie innerhalb weniger Wochen. 770 der Unterschreiber sind Haldenwanger Gemeindebürger. Die anderen 338 arbeiten nur hier. Unsere Unterschriftenaktion bezieht sich auf komplett Tempo 30, sowohl in den Gemeindestraßen als auch in den Durchgangsstraßen. Wir haben keine Unterschriften bekommen von Personen, die gegen Tempo 30 in den Durchgangsstraßen waren, aber für Tempo 30 in den Gemeindestraßen. Die haben bei uns nicht unterschrieben. Bürgermeister Josef Wölfle, der wegen der Corona-Krise leider nicht für ein Interview zur Verfügung stand, war überrascht über die große Anzahl der Unterschreiber. Allerdings habe sich die Bürgerinitiative seiner Meinung nach nicht richtig informiert. Denn sie kritisiert unter anderem die geplante Einführung von Tempo 30 außerorts zwischen Haldenwang und Börwang. Doch dort soll weiterhin 60 gelten. Tempo 30 ist nur in den Gemeindeteilen geplant. Das Hauptargument der Gegner: In vielen Haldenwanger Straßen könne man ohnehin kaum mehr als 30 km/h fahren. Wir sagen halt Tempo 30 ja, dort, wo es nachweislich Gefahrenpunkte gibt. Wir haben ja in der Gemeinde bereits seit 3-4 Jahren Tempo 30 in verschiedenen Straßen, zum Beispiel an der Kindergarten. Und man hat damals ja Geschwindigkeitsmessungen gemacht. Und aufgrund dessen wurden dann eben an diesen bestimmten Straßen Tempo 30 aufgestellt. Auch da wurde ja damals schon ermessen, dass kaum schneller gefahren wird wie Tempo 30, weil in den Gemeindestraßen, Sie sehen es, bei uns sind alle verwinkelt, stehen links und rechts Autos, rechts vor links. Sie können in den Gemeindestraßen so gut wie nirgends Tempo 50 schon mal fahren. Nun herrscht erstmal Stillstand. Theoretisch könnte die Gemeinde zwar zumindest in den Wohngebieten schon morgen Tempo 30 einführen, aber man will die sogenannte Verkehrsschau abwarten. Die ist nämlich für die Hauptstraßen in Planung. Gemeinsam mit dem Landratsamt und der Polizei wird die Gemeinde die betreffenden Straßen begutachten. Und dann wird entschieden. Bürgermeister Wölfle ist aber jetzt schon klar, dass nicht überall, wo der Gemeinderat es beantragt hat, die streckenbezogene Geschwindigkeitsbegrenzung tatsächlich eingeführt wird. Wann die Verkehrsschau allerdings stattfinden kann, ist unklar. Zunächst muss die Corona-Krise überstanden werden. Eine Woche nach unserem Dreh hatte Bürgermeister Josef Wölfle übrigens eine zweite Unterschriftenliste erhalten, und zwar pro Tempo 30 auf der Haldenwanger Straße in Börwang. 254 Leute haben die Liste unterschrieben. Das waren die Allgäu TV Nachrichten heute. Wir sind morgen wieder für Sie da, zur gewohnten Zeit am gewohnten Ort. Dann haben wir alle Infos dazu, ob und wie die Ausgangsbeschränkungen gelockert werden könnten oder ob die Maßnahmen verlängert werden. Schönen Abend und machen Sie es gut.